will beweisen, dass Haie großartige Tiere sind. Ja. Dafür habe ich den Tierversteher 3001 erfunden und an Simon ausprobiert. Ja, und nach dem ersten Test denkt und fühlt Simon jetzt erstmal wie ein Hund. Feiner Simon, ja, ganz fein. Wirf den Stock. Ja, ich werde jetzt den Stock. Wirf den Stock. Moment. Was denn? Kommt jemand? Da kommt jemand? Wer denn? Postbote! Nein, aus! Pfui! Böser Simon! Pfui! Aus, Simon! Pfui! Aus! Sitz! Er will nur spielen! Nein! Vielen Dank! Höchste Zeit, wieder einen Menschen aus dir zu machen. So. Danke. Was? Danke. Oh, ja. Höchste Zeit, dass ich jetzt zu einem gefühlten Hai werde. Meine Tante Wusilda hat mir nämlich Schuppen eines weißen Hais geschickt. Hier, sei doch so lieb und fühl sie mal in die Maschine hinein. Okay. Wusil? Die sehen aber irgendwie nicht aus wie vom weißen Hai. Ach, Tante Wusilda ist Meeresforscherin. Die weiß, was sie tut. So, sehr gut, dann geht's jetzt los. Moment, ist das nicht für mich gefährlich, wenn du gleich wie ein weißer Hai fühlst? Gute Frage. Einerseits ja, andererseits bin ich ja immer gefährlich. Das stimmt. Ja, ich hab's. Wusil? Es gibt über 500 Haiarten. Ein paar stellen wir euch vor. Der größte lebende Hai ist der Walhai. Er kann bis zu 14 Meter lang und 12 Tonnen schwer werden. Walhaie ernähren sich hauptsächlich von Plankton. Das sind winzig kleine Meereslebewesen und davon braucht er eine ganze Menge bei dieser Körpergröße. Der schnellste ist der Makuhai. Mit bis zu 80 Stundenkilometern pflügt er durchs Wasser. Der Hammerhai lässt sich gut an der auffälligen Kopfform erkennen. Ganz außen sitzen die Augen des Tieres. Forscher vermuten, dass das auch der Grund für die Kopfform ist. Einige Arten können fast rundum schauen. Und der Kopf funktioniert wohl wie ein Flügel beim Flugzeug. Die Tiere können mit seiner Hilfe extrem enge Kurven schwimmen. Und jetzt kommt der wohl mit Abstand gefürchtetste Hai, der weiße Hai. Sein riesiges Gebiss und die unheimlichen Augen machen vielen Menschen Angst. Doch auch weiße Haie greifen Menschen nicht mit Absicht an. Am besten ist es, sie in ihrem Lebensumfeld einfach in Ruhe zu lassen. So, fertig mit dem Video. Aber hier geht's natürlich noch weiter. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch jetzt ein neues Video aussuchen. Aber entscheidet euch bitte schnell. Ich habe nämlich vorhin etwas zu viel Limo getrunken und müsste dringend mal wohin. Oh. Los, kommt, entscheidet euch. Oh, los, entscheidet euch bitte. Oh, ich muss jetzt mal wohin. Oh.